Herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, bei einem weiteren Let's Play Subnautica hier. Und ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Wir genießen mal kurz unseren Ausblick. Da haben wir immer noch unsere schwebende Textur. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht ein Stück vom Wrack. Und weil mir das Gepiepse hier auf den Sack geht, werden wir mal unsere Nachricht abfragen. Ah ja. Okay. Haben wir denn hier schon wieder einen drin? Nein. Leider nicht. So, was haben wir jetzt vor? Wir brauchen unseren Strahlenschutzanzug. Können wir den denn jetzt bauen? Fasergeflecht. Brauchen wir zwei Stück. Grundlagen, Elektronik. Fasergeflecht hier. Oh, wir brauchen zwei Windranken. Oh nein. Verdammt. Wir haben jetzt nur noch eine, weil ich eine gegessen habe. Was ein Scheiß. Blei. Das tun wir auch mal raus. Kupfer tun wir mal raus. Was haben wir hier? Fasergeflecht einmal. Okay. Können wir einmal noch das herstellen. Und Glas. Da haben wir auf jeden Fall nochmal etwas frei im Inventar. Was brauchen wir denn für den Seegleiter? Ist der hier mit bei? Ja. Batterie, Schmierstoff. Okay, und Kupferdraht. Oh, das können wir doch... Können wir das nicht jetzt schon machen? Bevor ich jetzt hier wieder stundenlang... Kupferdraht? Schmierstoff hatten wir doch hier drin. Ein, genau. Und eine Batterie. Dazu brauchen wir... ein Kupfer. Ja, mal noch ein Kupfer. Ich will nämlich gleich zwei Batterien herstellen. Aus dem ganz einfachen Grund. Der... wie heißt das Gerät? Dieses Schwimmschnellteil hat einen sehr hohen Spritverbrauch, also Stromverbrauch. Und deswegen möchte ich... Batterie, genau. Möchte ich gleich zwei herstellen. Das heißt, wir brauchen einmal... Nochmal und zwei. Und dann ging ja gerade unser Scanner an. Regeln des Gras können wir scannen. Machen wir das auch gleich mal. Wenn wir schon da sind... So, okay. Passt. Ne. Hier war's. Batterie einmal. Und gleich noch eine Ersatzbatterie. Und jetzt hier unseren Seegleiter. Jawohl. Ja, okay, den setzen wir mal kurz auf die 1. Das auf die 2, das auf die 3, das auf die 4. Okay, das Schweißgerät brauchen wir erstmal nicht, das können wir dann manuell, wenn wir es dann benötigen, einwerfen. Ach, hier. Wie ging denn jetzt das Licht aus? Weiß das jemand? Rechte Maustaste. Okay, ein- und ausschalten. Weil, wenn wir das Licht dann haben, verbrauchen wir natürlich hier mehr Energie. Und das ist dann doof. Okay. Und was hatte ich jetzt gesagt, brauchen wir? Also nochmal Fasergeflecht. Eins haben wir und zwei Blei. Und einen Kabel. Satz, Kreislauf-Tauchgerät. Das brauchen wir dann später, wenn wir dann in größere Tiefen gehen. So, wo ist das Ganze? Wir mussten in diese Richtung. Und es ist arschdunkel. Ihr seht die Prozentanzeige im mittleren Bildschirmabschnitt.
Das ist extrem scheiße schnell weg. Was zum Scannen? Nee. Die haben wir. Wie können wir da aufnehmen? Inventar ist schon wieder voll. Nein! Eine wollte ich essen. Dann schauen wir mal nach, ob wir hier nochmal Silber finden. Wir haben echt ein Silberproblem. Da ist wieder was. Gold, okay, ja. Oh, was haben wir denn hier? Abgestürzter Live-Pod, okay. Ach du Scheiße. Schnell zurück und wir haben auch keine Luft mehr. Auftauchen. Auf jeden Fall den Strahlenschutzanzug anziehen, dass wir hier erstmal safe sind. Das werfen wir rein. Zack. Und halt. Wir brauchen noch zweimal Blei. Fasergeflecht, Fasergeflecht, Fasergeflecht. Jetzt können wir den Anzug machen. Genau. Sehr schön. Jetzt sind wir rundum versorgt. Signal. Ach genau, jetzt verstehe ich die Signalkiste. Also ich will noch eine Signalkiste bauen, damit wir die ganzen Signale reinfinden, reinlegen können. Da können wir dann bestimmte, ja, Orte immer wieder finden. Sowas wie eine Navigation ist das. Und jetzt können wir uns auch mit diesem Anzug direkt, ja, in Richtung Aurora bewegen. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht irgendwie anstrahlen, Dingsbums, ja, draufgehen. Okay, jetzt muss ich nachdenken. Was wollte ich? Wofür brauchten wir das Silber? Was wollte ich bauen? Konstruktionswerkzeug. Dafür brauchen wir den Computerchip. Und für den Computerchip brauchen wir das Silber. Genau. Wie viel haben wir jetzt noch im Inventar? Okay. Dann tue ich nochmal kurz das hier rüber. Und es ist immer noch dunkel. Scheiße. Das ist so ein Signal. Hitzesignatur. Das sehen wir, weil wir das Ganze hier eingelegt haben. Oh, was haben wir hier? Solarmodul. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hatten wir ja schon. Ich hätte gern Silber. Oh, das hört sich nach Pieper an. Oh, wo sind wir jetzt? Ach, okay. Hier sind wir in diesem roten Biom. Ach du Scheiße. Ah. Verdammte Axt. Schnell einwerfen. Und hier wegschwimmen. Silber. Wo ist Silber? Ja, ohne Silber geht es hier wirklich nicht weiter und wir brauchen eine Menge Silber.
Oh, shit. Titan. Ist jetzt hier runtergefallen? Hier können wir es einscannen. Seemotte, sehr schön. Das wird dann unser erstes Tauchgerät. Wie viel brauchen wir da? 1 von 5, okay. Und wir müssen ganz schnell hoch. Sauerstoff. Da haben wir wieder was zum Scannen. Der Bioreaktor. Okay. Oh, shit. Verdammte Axt. Ich sehe auch jetzt nicht, wo diese feindlichen Fische sind. Das kotzt mich auch so ein bisschen an. Kupfer, Leute, gib mir doch mal bitte ein Silber. Ach, scheiße. Okay, also wir müssen erstmal weg hier. Wir müssen uns wieder aufheilen. Nützt nichts. Wo ist die Basis? Da ist die Basis. So können wir hier nicht weitermachen, denn wie gesagt, wir spielen hier auf dem Hardcore-Modus und sobald wir hier drauf gehen, war's das. Dann ist alles umsonst, was wir bis dahin gemacht haben. Und das wäre echt unschön. So, und als erstes, oder als, was heißt das? Erstes, als wichtigstes möchte ich dann natürlich auch, dass wir uns selbstständig machen mit Wasser und Nahrungsmitteln. Quatsch, falscher Fabrikator. Der hier. Okay. Da haben wir den Kieker, da haben wir Wasser. Da haben wir den noch rein. Ja. Scheiß Silber. Wir brauchen unbedingt Silber. Titan. Versuchen wir mal hier unser Glück. Da haben wir das. Ah, Solarmodul. Nee, wollen wir erstmal nicht. Hier haben wir wieder ein Ei. Was uns aber gerade nicht wirklich weiterhilft. Ruckel, Ruckel, was ist denn los? Da haben wir wieder Steine. Okay, ich tauche aber trotzdem erstmal auf. Wenn wir dann erstmal eine gewisse Ausrüstung haben, ist es natürlich dann auch viel einfacher. Was haben wir hier? Mobile Wiegelbucht. Sehr schön. Die haben wir auch freigeschaltet. Aber auch dafür brauchen wir deutlich mehr Silber. Und ich finde es gerade extrem scheiße, dass wir kein Silber finden.
So, aufpassen. Die sind sehr aggressiv. Titan, ich gehe kaputt. Kupfer. Nein, brauchen wir nicht. Solar. Ey, das kann doch nicht sein. Also ich weiß nicht, ich hatte schon so oft solche Spiele hier angefangen. Der ist ganz wichtig. Batterie-Aufladegerät. Oh, wir müssen an die Luft. Oh, nur noch 4% Energie. Und jetzt ist es auch alle. Sehr schön. Silbererz, jawohl. Solarmodul. Nochmal Silbererz. Jawohl, sehr schön. Seegleiterfragment. Ah ne, hatten wir ja schon. Hatten wir schon. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Und finden noch ein Batterieladegerät. Hier. Leider nicht, aber genauso wichtig. Modifizierungsstation. Die brauchen wir ganz dringend, damit wir dann nachher besser unsere Sachen modifizieren können. Also weiterentwickeln können. Ganz, ganz wichtig. Okay. Eins. Nee, nee, die. So, jetzt habe ich nämlich die Ersatzbatterie reingeschmissen. Okay. Ganz wichtig. Computerchip. Wo ist er hin? Kabelsatz. Computerchip. Ach, Koralle und ein Quarz. Okay. Quarz haben wir natürlich nicht. Falsche Taste. Dann einmal Koralle und Qual. Halt, da ist es schon. Und das sind auch die Pieper. Wow, wow, wow. Knapp entkommen, halt. Die Dinger brauchen wir. Dafür brauchen wir unser Messer. Okay. Und damit können wir dann unsere Basis bauen. Mit dem Dingsgerät. Diesen. Ja. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. So, war das Computerchip hier. Werkzeuge. Konstruktionswerkzeug. Genau. Sieht aus wie ein Rasierer für Männer. Und. Genau, da können wir uns damit rasieren und natürlich auch jetzt hier, das haben wir jetzt freigeschaltet, anfangen unsere Basis zu bauen. Und das werden wir auch tun. Fundament. Wir packen uns mal voll mit Erz und Glas. So.
So, und jetzt suchen wir uns eine schöne Stelle, wo wir erstmal anfangen, unsere Sachen hinzubauen. Nicht allzu weit weg hier von unserer Hütte. Ja, können wir gleich hier machen. Nehmen wir erstmal so ein Fundament.